sind. Und es gab ja mal diesen schönen Spruch, I loved my first filer, but I hated my tents. Und jetzt gibt es einige Neuerungen zu diesem Thema und da möchte ich aber jetzt dem Referenten natürlich nicht vorgreifen. Bitte schön. Vielen Dank, ja. Auch im Namen von Wetter, herzlich willkommen. Mein Name ist Herbert Pilz, ich bin Solutions Marketing Manager bei TH Wetter in Deutschland. Keine Angst, da steht es am Marketing, ich bin geborener Unix-Systemadministrator. Also die Sites, wo Sie jetzt zu sehen sind, sind nicht zu Marketing-lastig. Allerdings, an Anbetracht der 30 Minuten, die ich habe, muss ich mich natürlich aufs Wesentliche konzentrieren. Was habe ich auf der Agenda? Zuerst ein paar allgemeine Dinge. Was sind überhaupt Trends? Was sind Thematiken in der Storage oder im Allgemeinen in der Infrastruktur in den Unternehmen, die momentan neue Technologien notwendig machen? Dann gehe ich auf das Thema Cluster Data on Top an, was der Neue Deutsche schon angesprochen hat. Das heißt, was ist die nächste Generation von Scale-Out-R-Systemen, wie Sie auch den Titel entnehmen können, was bedeutet das, was sind die Kernfunktionen und wie schaut so generell die Produktstruktur aus und zum Schluss noch eine kurze Zusammenfassung. Wenn wir uns die IT-Infrastruktur, im Speziellen auch die Storage-Komponenten in einer Infrastruktur anschauen, finden wir häufig Folgendes vor. Ich habe Applikationsbetriebe, unterschiedliche Plattformen, Windows, Linux, Unix, vielleicht noch andere Betriebssystemvariationen und aus der Historie gewachsen auch unterschiedliche Storage-Systeme, die an die Plattformen mit SAN, mit NAS, mit unterschiedlichen Protokollen angeboten worden sind. Das heißt, das sind einfach Inseln, unterschiedliche Bereiche entstanden, die wenig untereinander kompatibel sind, wo man auch nicht einfach Ressourcen, die vielleicht in dem einen Bereich verfügbar sind, in dem anderen zur Verfügung stellen kann. Also ich bin unflexibel. Ich habe natürlich durch die heterogene Umgebung eine hohe Komplexität. Skalierbarkeit ist auch was, wo ich dann an Grenzen stoße. Wenn ich in der einen Welt Performance-Engpässe habe, kann ich nicht einfach aus der anderen Welt, wo vielleicht auch genügend Performance zur Verfügung steht, die Daten umleiten. Verfügbarkeit durch die Komplexität ist auch immer mehr ein Thema. Das heißt jetzt, die Verfügbarkeit gegenüber ungeplanten Downtimes, aber auch vor allen Dingen das Thema geplante Downtimes, also eben viel Wartungsmaßnahmen, das ist so, dass man eben den Betrieb auch beeinträchtigt. Da werfen sich unterschiedliche Fragen auf. Das heißt, wenn man sich das Storage-Wachstum anschaut, ich glaube, jeder von Ihnen kann einfach nachvollziehen, dass das nicht aufhören wird. Und dass es auch nicht weniger werden wird. Ich denke, das ist allen klar. Das heißt zu fragen, wie optimiere ich denn überhaupt die Daten systemübergreifend? Wie überwinde ich Ressourcenengpässe, sei es jetzt bezüglich Kapazität oder sei es bezüglich Performance? Was passiert, wenn ich Infrastrukturänderungen durchführen muss? Meistens eben sind Downtimes damit verbunden. Wenn ich System austauschen muss, wenn ich Technologie-Upgrades durchführen muss, kann man, wenn man in einem größeren Unternehmen arbeitet, ist es oft so, dass man Serviceklassen definiert. Kann ich die dynamisch anbieten, kann ich die dynamisch anpassen, entsprechend den Anforderungen der Fachabteilung oder im Service-Provider-Umfeld, den Anforderungen des Kunden. Auch natürlich so ganz banale Themen wie Backups. Ich meine, mit Backups werden auch noch ewig leben. Das heißt, wie kann ich es möglichst effizient machen und wie kann ich vor allen Dingen auch mal den Restore sehr schnell und effizient durchführen. Was ich dazu glaube, ist letztendlich ein komplett neuer Ansatz, was Enterprise Storage Lösungen betrifft. Ich habe mal so ein bisschen eine Analogie zu Aquarien genommen, also gerade eine ganz banale Geschichte. Stellen Sie sich einfach vor, eine Fischart ist ein Workload, ist eine Applikation. Wir haben ja schon länger zwei Welten, Scale-Out NAS, das sind auch keine Erfindung von gestern, sondern Scale-Out NAS-Systeme gibt es ja schon lange am Markt. Die sind allerdings eingesetzt worden, wie der Name schon sagt, ausschließlich im NAS-Umfeld und auch für ganz spezielle Workloads. Also es sind ja nur eine Fischart. Das sind zwar mal kleinere, aber mal größere Fische der gleichen Art. Das heißt, für ganz spezielle Workloads, ich würde mal sagen, wenn man sich das Workload-Universum so anschaut und sagt, vielleicht 5% der Workloads, vielleicht 10% der Workloads, eher 5% der Workloads waren prädestiniert für so eine Scale-Out-NAS-Architektur.
die große Masse der kommerziellen Applikationen, Exchange, SAP, ERP-Systeme im Allgemeinen, Datenbanken, Standard-File-Services, all das ist auf Shared-Storage abgelegt worden. Ja, das, was Sie kennen, NAS, SAML, die wenigsten von Ihnen werden euch wahrscheinlich wagen, da setzt irgendeiner von Ihnen ein Scale-Out-NAS-System ein? Keiner. Sowas wie oben, ein Shared-Storage, NAS, SAML, das ist auch nicht alle Finger. Also das kennen Sie. Beide hatten ihre Daseinsberechtigung. Die Herausforderung, die man hat, wenn man beide Welten miteinander verschmelzen möchte, also das, was eigentlich das Idealzustand wäre. Das Scale-Out-NAS-System hat tolle Vorteile. Ich habe ein virtuelles System, was ich manage. Ich habe eben nicht mehr diese 10-Pfeiler-Problematik, sondern ich habe einen virtuellen großen Pfeiler. Man kann schon fast sagen, das ist so eine Art Software-Defined Storage. Und definiere mir logische Einheiten, die dann meinen virtuellen Storage-Controller darstellen. Aber die Physik unten drunter, die physikalischen Einheiten, interessieren mich eigentlich nicht mehr. Ich kann skalieren, Scale-Out. Ja, ich kann skalieren durch Hinzufügen von weiteren Geräten, ganz einfach. Ich kann damit Performance und Kapazität mal so unbegrenzt erweitern. Im laufenden Betrieb das Ganze ist auch noch so ein ganz tolles Thema. Und zwar nicht nur wegen ungeplanten Downtimes, das haben wir mittlerweile alle im Griff, sondern eben genau wegen geplanten Downtimes. Diese Welten sind verschmolzen worden mit einer neuen On-Top-Release, die es mit von der Basis her schon seit September 2009 gibt, aber die jetzt eine Iteration erfahren hat, die wirklich auch von den Funktionalitäten keine Kompromisse mehr macht. Das heißt, diese OnTop 8.1-Welt ermöglicht Ihnen durch eine sehr intelligente Storage-Management-Plattform sehr viel Einsparungen zu erzielen, nicht nur in Bezug auf Zeit, sondern auch in Bezug auf Storage-Kapazität. Das Ganze ist sehr, sehr sicher, das heißt keine Downtime mehr. Wie gesagt, ungeplante Downtimes haben alle im Griff, aber die geplanten Downtimes sind das, wenn wir immer noch Schmerzen haben. Und sie auch natürlich sehr skalierbar ist. Das heißt, es ist nicht was, was man aus der Scale-Out-NAS-Welt kennt oder generell aus der Scale-Out-Welt, was nicht für große Unternehmen interessant ist. Sie können da sehr klein einsteigen. Mit den kleinsten Netzwerksystemen, Sie brauchen gerade mal zwei Controller, das ist die Basis, da fängt Clustering an, ja, mit zwei physischen Systemen. Ab da können Sie starten, eigentlich schon mit dem kleinsten System, also wir können skalieren bis 24 Knoten und unserem größten System der 6280. Also von der Skalierbarkeit ganz klein bis, ich sage jetzt mal, wirklich Workloads, die man wahrscheinlich sich so schnell in normalen Bedingungen gar nicht vorstellen kann. Kommen wir ein bisschen ins Detail zum Cluster Data On Tap. Das kennen Sie alle, das ist die vertikale Skalierung, Scale-Up sagt man auch dazu. Das heißt, ich skaliere einfach, indem ich, wenn ich aus meinem kleinen Controller rauswachse, mir einen größeren Controller kaufe, den Controller oben drüber austausche und somit sozusagen in die Höhe wachse. Ja? Ich habe aus der Applikationssicht mehrere physische Systeme und ich habe auch mehrere Container, die alle ganz dediziert in einzelnen physischen Systemen abgelegt sind. Wenn ich horizontal skaliere, habe ich aus der Applikationssicht eben nicht mehr mehrere physische Systeme, sondern nur noch ein einziges Storage-System, ein großes virtuelles Storage-System. Natürlich auch wieder mehrere Container, die sind allerdings jetzt nicht fest in die Grenzen eines Storage-Systems eingeschlossen, sondern die können sich über das Storage-System hinweg verbreiten. Und auch Multiprotokollzugriff, das ist auch etwas, was man so eigentlich nicht als selbstverständlich hinnehmen, weil Scale-Out NAS, wie der Name schon sagt, ist NAS-only, allerdings wir haben auch Block-Protokolle in diese Welt gebracht. Das heißt, egal mit welchem Protokoll Sie darauf zugreifen, sei es NFS, sei es SMB CIFS in der Microsoft-Welt, sei es Fiber Channel Icecard, Fiber Channel Open, Ethernet, all das können Sie für dieses Scale-Out mit dieser Scale-Up-Architektur nutzen. Es setzt auch bewährte Netzwerktechnologie auf. Es ermöglicht den unterbrechungsfreien Betrieb. Das ist die Grundlage für eine agile Dateninfrastruktur. Und wie gesagt, die erste Iteration ist bereits verfügbar seit September 2009. Also es ist jetzt keine Beta-Release mehr oder irgendwie so ein
Testversion, sondern das ist, wie gesagt, schon lang etabliert und jetzt ist eine Ausbaustufe, erreicht worden, die es ihm ermöglicht, die Technologie flächendeckend einzusetzen. Also die Vorteile. Unterbrechungsfreier Betrieb, ich denke, das ist für jeden immer mehr ein Thema. Vor allem, wie gesagt, ich betone nochmal die ungeplanten, Downtimes. Also was passiert, wenn ich einen Storage-Controller eben austauschen muss, wenn ich vertikal skalieren muss? Ja, ich kann nicht im laufenden Betrieb der Applikation einfach den Storage-Controller wegnehmen, ich muss alles runterfahren. Ich baue den einen Storage-Controller aus, ich baue im einfachsten Fall, im netten Fall, ich baue den größeren Storage-Controller ein, ich verkabel alles wieder, ich schalte das Ding wieder ein, ich boote. Ich habe im Netherfall keine Datenmigration, bei anderen Technologien müssen wir eine Datenmigration durchführen oder sich neue Tools aneignen, je nachdem, ob es innerhalb oder außerhalb einer Familie wachsen. Da ist schon mal gleich mal ein Tag, zwei, das ist doch endlich perfekt. Das ist alles obsolet, das brauchen Sie nicht mehr, es funktioniert im laufenden Betrieb, komme ich dann später noch im Detail dazu mit dem Cluster-Data runter. Flexibel, Sie können klein anfangen, groß wachsen. Ja, wie gesagt, vom kleinsten System, das muss man 27 starten. Sie können auch schnell auf Veränderungen in Ihrem Geschäftsmodell, in Ihrem ganz persönlichen Marktumfeld reagieren, weil es eben so schön und so einfach skalierbar ist. Sie können Geschäftsanforderungen damit dynamisch anpassen, ohne erst was an der Infrastruktur ändern zu müssen. Das Ganze auch mit entsprechenden Effizienz. Komme ich auch noch im Detail dazu, das heißt, alle unsere Storage-Effizienz-Funktionalitäten sind in dieser Welt verfügbar, wie zum Beispiel Deduplizierung, auch die Technologie ist da drin, eingebaut für Primärdaten, nicht eben nur für die Backup-Daten, sondern wirklich für die primär im Applikationszugriff befindlichen Daten. In der Welt der Server-Deklaration kann man sich das lieber vorstellen, dass man dafür Effekte erzielen kann. Und natürlich auch das Management besser stark vereinfacht. Ich administriere eben nicht mehr 10 Knoten, 15 Knoten, 20 Knoten, sondern ich administriere nur noch einen großen virtuellen Knoten. Was unten drunter in der Physik abläuft, von der Managementseite her völlig irrelevant. Kommen wir ein bisschen ins Detail dazu. Damit habe ich gesagt, kann man starten, ja, mit einem ganz normalen HA-Pärchen, also HA-Aktiv-Aktiv-Konfiguration. Das ist der Einstieg in diese Cluster-Data-Uncap-Welt. Mit dieser Konfiguration haben Sie bereits 5 neue Verfügbarkeit zum Thema ungeplante Downtimes. Also das puffert schon allein diese Konstellation ab. Und ich kann, wie gesagt, skalieren, indem ich einfach weitere Controller da hinzufüge von 2 auf 4 Knoten und so weiter. Das Ganze beinhaltet auch eine Tiered Storage Funktionalität. Also in dem Beispiel, wenn wir noch in der herkömmlichen Welt bleiben, skaliere ich letztendlich vertikal. Ja, ich habe dann auch schon die hohe Verfügbarkeit, aber es ist wichtig zu verstehen, dass das die Basiskomponente sozusagen der Start auch für das Cluster Data Hunter ist. Ich habe schon eine Basisverfügbarkeit von 5 Neunen, das heißt, ungeplanter Ausfall ist quasi auszuschließen. Ich kann durch Hinzufügen und von Kapazität und Leistungsfähigkeit von skalieren. In dieser Welt habe ich allerdings noch das Management von diesen einzelnen Controllern. Was haben wir letztendlich gemacht? Wir haben einen weiteren Layer eingezogen. Wenn ich Sie sehen, die beiden Controller sind jetzt über ein Cluster Interconnect miteinander verbunden. Dann steigen sie sozusagen in die Welt des Clusters unter ein. Es sind 2 Basissysteme, eine HA-Konfiguration, mit herkömmlichen On-Top-Systemen arbeiten, fügen Sie ein Cluster-Network hinzu, konfigurieren Ihr System als Cluster-On-Top-System. Es passiert auf demselben bekannten Parapa, deswegen die WRT-NetApp-Technologie, nichts Neues, was unten drunter liegt, sondern die Software macht klar, die Arbeit. Storage-Virtualisierung erweitert, wir virtualisieren die Festplatte schon seit ewigen Zeiten über Rateable, dann haben wir angefangen, ganze Pakete von RAID-Groups zu virtualisieren. Dann virtualisieren wir die einzelnen Storage-Controller,
durch unsere Multistore-Technologie, das heißt, das ist anders als VMware für unsere Storage-Controller, dass wir können aus einem physischen Storage-Controller mehr als ein virtuelles Storage-Controller machen. Und das ist jetzt sozusagen der nächste Level oben drüber, indem sie aus mehreren physischen Storage-Controllern einen virtuellen Storage-Controller machen. Es gibt jetzt noch einen zentralen Zugriffspunkt pro logischen Container. Ich habe natürlich permanenten Datenzugriff. Das Ganze läuft unter rechnungsfrei, sehr flexibel. Sie können Daten laufen, betrieblich verschieben, auch da noch mehr Details dazu. Und das Ganze ist, was auch wichtig ist, eine mandantenfähige Architektur. Das heißt, Themen wie unterschiedliche Service-Levels dort abzubilden. Wenn ich einen großen virtuellen Storage-Controller habe, wie stelle ich denn sicher, dass für meine Applikation die Service-Levels in Bezug auf Performance und Verfügbarkeit überhaupt noch abgebildet werden kann, in so einem großen virtuellen Pool, würde ich nicht mehr sagen kann, mein SAP läuft jetzt auf den schnellst verfügbaren Storage-Controller, sondern ich habe nur noch einen virtuellen großen und möchte allerdings trotzdem noch meine Performance und Kapazität oder Verfügbarkeits-Service-Levels erfüllt haben. Da habe ich die Möglichkeit, diese ganze Welt in virtuelle Einheiten aufzudröseln und da eben auch eine Mandantenfähigkeit zu realisieren in Bezug auf Service-Levels, aber auch in Bezug auf sichere Abgrenzung von einzelnen virtuellen Einheiten. Die Risikotrennung. Ja. Das ist jetzt so ein logischer Storage-Controller, wir nennen das V-Server. Das ist genauso eine virtuelle, Einheit. Ich habe zum Beispiel 10 verschiedene Storage-Controller und kann dort 20 logische Storage-Container definieren, so sogenannte V-Server, die alle unterschiedliche Einsatzzwecke haben. Die lassen sich sehr einfach anpassen. Also man sieht hier, das sind 2 V-Server in diesem Beispiel dargestellt, in der kleinsten möglichen Konfiguration, die mit einem AAPA. Diese V-Server haben ihre Daten in unterschiedlichen Controllern abgelegt, auf der Physik und unter bei der Festplatte. Beide haben unterschiedliche Volumes oder Rooms in den beiden Controllern verteilt. Der grüne hat 2 auf dem rechten Controller und einen auf dem linken Controller und der orange hat 3 links und einen rechts. Einfach als Beispiel für den Workload A. Besser ist vielleicht auch der Mehrkapazität, mehr Performance auf dem rechten Controller zu arbeiten, weil da vielleicht auch noch von der Kapazität ein bisschen mehr frei ist, weil eben dann nur 3 Workloads abgelegt sind. Aber die Einheit geht immer über mehrere oder kann über mehrere physische Systeme gehen. Das Ganze lässt sich nahtlos vergrößern im laufenden Betrieb. Unser Limit ist momentan 50 Gigabyte. Da wird es so schnell für eine virtuelle Einheit keiner Anschluss, man ist 50 Petabyte Limit. Aber Sie können, wie gesagt, auch mit 2 Terabyte anfangen damit. Und ganz wichtig, von der Applikationsseite her ändert sich überhaupt gar nichts. Das heißt, für Ihr Exchange, für Ihr SQL, für Ihr SAP, für Oracle, da ändert sich nichts. Die Applikationsseite ist völlig unverändert. Sie können dann nach wie vor via NFS oder Firewall auf dieses Konstrukt zugreifen. Es ist völlig transparent für die Applikation. Okay, ortsunabhängiger Zugriff aller Daten. Kommen wir zu einem ganz spannenden Thema, nämlich der transparenten Datenmobilität. Ich habe es erwähnt, ich kann im laufenden Betrieb Daten hin und her bewegen. Das heißt, diese virtuellen Server sind völlig unabhängig von der Art und Zielaggregat und Daten werden innerhalb dieser V-Server hin- und hergeschoben werden. Kann man sich vorstellen, okay, ich bin jetzt mit dem linken Controller vielleicht an Kapazität, ich zeige Ihnen nochmal, dass es schön ist. Also ich bewege jetzt diesen Workload A2 quasi im laufenden Betrieb innerhalb eines V-Servers auf den anderen Controller. Wie gesagt, in diesem Pärchen-Beispiel relativ banal, in Anführungsstrichen relativ banal, aber Sie können sich das auch vorstellen mit 5 Controllern und Sie können zum Beispiel auch von einem 3000er System eben diesen Workload auf ein 6000er System im laufenden Betrieb migrieren. Das Ganze läuft ab. Ohne irgendwelchen Einfluss
wirken auf die einzelnen Applikationen. Sowohl der Client als auch die serverbasierte Applikation sind also völlig unbeeinträchtigt, keinerlei Auswirkungen. Das Ganze passiert innerhalb von Standard NAS und SAN Timeouts. Das heißt, die Applikation oder der Client, der gerade auf der Applikation zugreift, merkt davon überhaupt nichts. Ich brauche keine Rebounds machen, ich habe auch das Roadmapping konsistent, also auch solche Dinge werden da berücksichtigt. In das andere Maßfeld. Unterbrechungsfreier Betrieb, ich habe es bereits erwähnt. Ich kann zum Beispiel im laufenden Betrieb einen Knoten komplett leer räumen. Ja, ich zeige es Ihnen nochmal. Ja, da waren zwei Workloads drauf von unterschiedlichen V-Servern. Das ist in diesen Farben nochmal symbolisiert. Und ich migriere im laufenden Betrieb zwei dieser Bereiche auf zwei unterschiedliche physische Knoten. Was mache ich? Ich kann diesen kompletten Knoten aus dem Clusterverbund rausnehmen, im laufenden Betrieb. Ich ersetze den Knoten durch ein größeres System. Das sieht man dadurch, dass eben die Maschinen dicker sind. Also in dem Fall ist das ein 6000er System. Und ich fange dann wieder an, zum Beispiel einen Lastausgleich durchzuführen, indem ich vielleicht einen ganz anderen Workload oder den ursprünglichen Workload auf das neue System wieder zurückschiebe, weil ich da mehr Performance zur Verfügung habe auf diesem einzelnen Storage-Knoten. Das Ganze wieder transparent für alle Clients und Applikationen, also keine Beeinträchtigung der Benutzer. Ich habe es bereits erwähnt, Sie können klein starten. Das ist jetzt so eine Active-Active Controller-Konfiguration. Da starten Sie. Jetzt wächst Ihr Unternehmen, Sie kriegen zusätzliche Applikationen hinzu oder es wird eng für die Performance oder für die Kapazität. Sie stellen ein zweites System daneben, einer der roten Kreise wird auf das zweite System migriert und dann wachsen sie weiter, es kommen mehr Clients dazu, eine Firma wird dazu gekauft, Applikationen müssen neu implementiert werden, sie wachsen weiter und das Ganze funktioniert wieder im laufenden Betrieb, sie fügen neue Ressourcen hinzu, das Ganze auf Mandantenbasis getrennt, die einzelnen V-Server sind wie einzelne physische Systeme zu sehen mit einer eigenen, zum Beispiel Role-Based-Administration. Und Sie können dann wieder innerhalb des Cluster-Verbunds spielen und können Performance und Kapazität je nach den Anforderungen von den Workloads auf die Controller verteilen. Also sehr, sehr skalierbar, sehr schnell anpassbar, sehr flexibel. Das Ganze funktioniert nicht nur mit NetApp Storage, das heißt, Sie können über V-Server auch bereits vorhandenen Storage in dieses Konstrukt mit integrieren. Sie können unterschiedliche Controllerarten mischen. Sie können 2000, 3000 oder 6000 Systeme von NetApp dort in diesem Clusterverbund heterogen betreiben, spielt überhaupt gar keine Rolle. Das Ganze ist und bleibt multiprotokollfähig, wie ich bereits erwähnt hatte. NFS, SIPS, SMB-Welt von Microsoft, ISCSI, FiberChannel, Ethernet, all diese Protokolle werden unterstützt und können mit diesem heterogenen Konstrukt natürlich auch sehr, sehr schön ein Tier-Storage-Konzept betreiben, indem sie auch nicht nur Tier-Storage sehen in Bezug auf Festplattentechnologie, sondern auch in Bezug auf Storage-Controller, die Sie nutzen, wenn Sie in Bezug auf Performance das Ganze mal sehen und sagen, okay, Workloads, die nicht so gute Performance-Anforderungen haben, die lasse ich auf mein 2000er-System oder auf mein kleines 3000er-System vielleicht auf SATA laden oder SATA in Kombination mit Flash-Technologie gibt es ja von uns auch. Und so kann man wirklich schön balancieren in Bezug auf unterschiedliche Service Levels innerhalb so eines heterogenen Clusterverbunds. Das bedeutet nochmal im Prinzip nochmal dargestellt die dritte Mandantenfähigkeit. Ich habe es bereits ein paar Mal erklärt. Dieses V-Server-Konstrukt ist im Prinzip wie ein physischer Server mit einer logischen Partitionierung, die man damit durch,
führen, inklusive auch der Netzwerkressourcen. Damit kann man wirklich sehr sicher diese V-Server untereinander abkapseln. Wie gesagt, im Prinzip wie ein virtueller Server in der Server-Virtualisierungswelt. Ich kann auch entsprechend die Administration delegieren mit einem rollenbasierten Zugriffsmodell. Es funktioniert natürlich mit allen Protokollen, die man anbietet. Solche Effizienz hatte ich schon erwähnt. In dieser Scale-Out-Mass-Welt, wie sie früher war, hat solche Effizienz keine Rolle gespielt. Da war es völlig wurscht, da war ich keine Deduplizierung oder kein Simple-Visioning. Da ging es um Performance, um Durchsatz, um Skalierbarkeit und solche Dinge. Allerdings in der normalen kommerziellen Welt ist natürlich storage Effizienz ein ganz wichtiges Thema. Und wir haben alle unsere storage Effizienzfunktionalitäten in diese Scale-Out-Welt integriert. Sie müssen da also keine Kompromisse eingehen. Wie gesagt, Deduplizierung ist dort integriert, Komprimierung ist dort integriert, alle unsere Flash-basierten Caching-Technologien können Sie nutzen, natürlich SATA-Platten, natürlich Vector und Parity, wenn Sie in der Form sind, natürlich auch Standard, Sim-Provisioning, Replikation, Flex-Clone, Deduplizierung, wie gesagt, nicht nur in Bezug auf Primär-Storage, was bisher sowieso noch kein anderer kann, sondern selbstverständlich auch für Backups. Ja. Auch da greifen diese Technologien. Auch eine ganz wichtige Komponente, die es bisher noch gar nicht in dieser Scale-Out-Welt gab, ist die Datensicherung, weil auch die Sicherung der Daten hat eine große Rolle gespielt. Aber das ist natürlich essentiell, wenn ich Applikationen wie Exchange oder SAP oder Oracle in dieser Welt betreiben will. Deswegen haben wir auch sämtliche unsere Datensicherungstechnologien in diese Welt integriert. Unsere Snap Manager laufen in dieser Welt. Snap Manager für Exchange, SQL, SharePoint, SAP, Oracle. Was sie einsetzen, die Applikationsintegration für Backup ist in dieser Welt voll integriert. Sie können spiegeln, Sie können innerhalb eines Clusters spiegeln, Sie können auch von einem Cluster zum anderen spiegeln. Sie haben auch eine Tape-Integration über das bekannte NDMP-Protokoll, dort können Sie Daten auch auf Tape sichern. Und alles, was wir machen in Bezug auf Spiegelung, ist auch deduplizierungsaware, das heißt bereits vorhandene Daten, die schon übertragen worden sind, werden kein zweites Mal mehr übertragen auf Basis. Deshalb ist das Beispiel auch nochmal vereinfachen oder darstellen, besser gesagt, die Applikationsintegration und die Betriebssystemintegration und auch die Integration natürlich der Virtualisierungssoftwarehersteller eine ganz wichtige Komponente, damit sie das natürlich auch entsprechend in ihrem Unternehmen einsetzen können. Das heißt, wir arbeiten dann mit allen Betriebssystemherstellern, mit allen wichtigen Betriebssystemherstellern zusammen, auch mit den größten drei Herstellern, die Virtualisierungs-Hypervisor herstellen, also vor allem natürlich Microsoft und Citrix auch. Das heißt, auch das können Sie in der Welt einsetzen und alles, was an Applikationen nennenswert ist im Markt, kann auf diesem Cluster Data Betriebssystem benutzt werden. Also Multipurpose Scale-Out SAN-NAS kann man es zusammengefasst nennen. Das ist auch schon beim Stichwort Zusammenfassung. Was haben Sie für Vorteile mit der neuen Version von Data OnTap? Es ist eine massiv skalierbare Unified-Plattform. Unified Storage, Unified Architektur machen wir ja schon seit 10 Jahren. Alle anderen Hersteller sind in den letzten Jahren auf den Zug aufgesprungen. Wir machen schon seit 10 Jahren, sind da schon beim übernächsten Schritt, eben genau dieses Thema Unified auch mit Scale-Out zu verbinden. Sie können massiv skalieren von Terabytes auf 50 Petabytes für SAN und NAS Workloads. Unterbrechungsfreier Betrieb. Thema nochmal, geplante Downtimes, ungeplante Parade im Griff. Sie haben es gesehen, 99,999% Verfügbarkeit bei unseren Systemen. Empirisch gemessen, nicht irgendwie theoretisch, sondern wirklich empirisch gemessen. Wir haben eine Funktionalität in unseren Systemen, die meldet Daten an unsere Support-Datenbank. Und über alle unsere Systeme weltweit gemessen, haben wir eine empirisch gemessene Verfügbarkeit von 99,999%. Unterbrechungsfrei, flexibel und effizient.
effizient. Alle unsere Storage-Effizienzfunktionalitäten sind in dieser Betriebssystem-Variante auch verfügbar. Mandantenfähigkeit als wichtige Komponente. Weil man möchte nicht, dass zum Beispiel innerhalb einer Firma die HR-Daten von den normalen Mitarbeitern zum Beispiel im Zugriff sind oder hochvertrauliche Entwicklungsdaten entsprechend in den ganzen Unternehmen sichtbar sind, solche Dinge oder eben auch im Service Provider fällt auch zu sagen, ich trenne die Kunden, die ich habe, die auf mein System hoste, diesen Cluster-Verbindung eben auch über so eine sichere und anfähige Architektur auf Deutsch-Basis. Kompatibel mit Virtualisierungslösungen, Microsoft, VMware, Citrix und Themen wie Deduplizierung, Kompilieren, Synprovisioning, Klonen und natürlich auch das Thema Backup und Disaster Recovery integriert mit den einzelnen Applikationen, die es in dieser Welt auch vorhanden. Dann habe ich eine Punktlandung gemacht, ich bin 20 Sekunden drüber. Fragen dazu? Bitte. Sie haben Deduplizierung angesprochen. Ja. Wenn Sie jetzt verschiebst von einem so, oder diese geplante Daumen von einem auf den anderen, wird es dedupliziert verschoben oder wird es zwei intakt in den nächsten Deduplizierung fertig? Und jetzt ist die Frage zum Tiering. Gebe ich das Tiering vor, ist da ein Tiering in der Maschine drin, was die Daten auf dem Speicher verschieben? Die erste Frage, was passiert, wenn ich ein dedupliziertes Volumen von einem Source-Controller auf den anderen kopiere? Das bleibt so, wie es ist. Die Welt bleibt ja die gleiche. Das heißt, ich habe das gleiche Betriebssystem, wer schon auf den anderen Punkt, der kennt die deduplizierten Daten, der kann die entsprechenden Verlinkungen eins zu eins übernehmen. Also muss es nicht auspacken und dann komplett wieder auf das Folgen migrieren und dann wieder die deduplizieren. Die zweite Frage war, eingebautes Tiering. Wir haben eingebautes Tiering, das funktioniert auf unterschiedlichen Levels. Das Eingebaute würde ich eher als Caching bezeichnen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Möglichkeiten, Flash-Technologie einzusetzen, als SSD in einem hybriden Verbund mit normalen Festplatten, sodass ich einfach sage, okay, die heißen Daten liegen auf diesem SSD-Cache-Layer und die nicht so oft gebrauchten Daten liegen auf meinen Festplatten. Oder ich kann einen ganzen Controller mit einer PCI-Steckkarte mit Flash-Technologie von der Performance her verbessern, dann werden alle Daten eines Controllers untersucht und in diesen Cache abgelegt. Ein Automatismus, wenn das, was ich erwähnt hatte, bieten wir selber nicht an. Das heißt, es sind aber auch Dinge, die man letztendlich nicht täglich ändert. Das, was sich täglich ändert, wird in diesen automatischen Caching-Technologien abgefackelt. Das, was sich eher ändert, größere Zeitrahmen ändern, sind Überlegungen, wo ich sage, okay, der Workload, der spielt jetzt sicher die große Rolle in meinem Unternehmen. Ich habe vielleicht auf eine andere Applikation gewechselt oder die Technologie hat sich komplett geändert oder die Anwendung ist eine andere. Dem nutzt jetzt vielleicht statt 100 Benutzer nur noch 20 Benutzer. Dann kann ich sagen, als Administrator kann sagen, okay, nimm diesen Workload und migriere den auf ein kleineres Storage-System zum Beispiel oder aus Hardware. Aber wir selber bieten keine Automatismus. Verändert sich da an der Administration für das Betriebssystem dabei? Sie administrieren nur noch einen. Nee, am Betriebssystem ist das gleich. Am Betriebssystem, an dem Data-Unfall-Manager. Technisch gesehen ist das ein anderer Modus, in dem wir Data-Unfall betreiben. Das ist der Cluster-Modus. Das ist alles, was sich ändert. Das heißt, haben ein zusätzliches Cluster-Netzwerk, das ändert sich von der Hardware-Seite her. Sie müssen die also extra miteinander verbinden. Und von der Software-Seite her betreiben Sie, wenn Sie zum Beispiel die neueste Version haben von DataOnTap, das befindet sich in einem anderen Modus. So hat ein Ersatz in der Betriebssysteme, also ein Partner von uns hat eine Schulung zum Cluster-Mode gemacht, hat gesagt, vergessen Sie alles, was Sie in der Server-Mode wissen. Ja, das ist eine andere Welt, das stimmt. Sie hatten auf einer der Folien geschrieben, sichere Mandantentrennung. Ja. Ist das zertifiziert? Also, wir haben üblicherweise manchmal so Kunden, die legen auch sowas wert, Da gibt es Zertifikate. Wichtig dabei ist natürlich auch
das Thema, die Mandantenrennung, die startet und endet mit dem Storage. Das heißt, man muss sich ja durch das Netzwerk und durch den Virtualisierungslayer in den meisten Fällen auch durchziehen, sodass die virtuelle Maschine über ein sicher getrenntes Netzwerk auf das sicher getrennte Storage zugreifen kann. Dort haben wir Zertifizierungen im Speziellen für Cisco-Netzwerkkomponenten. Und ich verwende aber Microsoft teilweise. Wie wird das Netzwerk dann sicher getrennt? Über WLAN-Tagging? Da fragen Sie mich jetzt, also ich meine, ich vermute mal, also die Cisco-Netzwerktechnologie im Nexus-Umfeld oder im Catalyst-Umfeld, die werde ich schon entsprechend beantworten können. Also da bin ich jetzt überfragt im Detail. Das zweite Ding noch ein bisschen in die gleiche Richtung. Die anderen Storage-Hersteller, gerade die so Autotieren anbieten, das sind ja mittlerweile Dell, die wir haben. PNC vorweg, die kriegen das ja an, nennen das dann für Beta oder sowas in der Art. Bei NetApp läuft das ja eher so, dass ich mit diesen Text-Flash-Karten oder früher RAM-Karten da meine Blöcke dann Cache-Blöcken wiederfinde. Das ist aber relativ unflexibel und schlecht skalierbar. Plant NetApp da in Richtung, gründen Sie etwas, dass ich das dann erweitern kann mit SSD-Karten oder so? Definieren Sie auch mal flexibel und schlecht skalierbar. Naja, wenn meine Karten voll sind auf die PCI-Slots, dann bin ich am Ende. Ne? Also so viele PCI-Slots sind es gerade bei PCI-Slots. Kommt es auf das System an, was heißt das? Ja, wir haben 6210 zum Beispiel das neueste da gemacht. Und da brauche ich ja schon relativ viele PCI-Slots, um meine Fiber-Channel-Karten reinzupacken, weil ich meine 1 hat natürlich slotbedingt Limits, ist ganz klar. Aber ein anderes Jahr, also ich habe dieses hybride Aggregat schon erwähnt, das ist eine neue Funktionalität in der Welt unserer 8.1.1. Ich glaube, da müssen Sie jetzt nochmal, beide Modi. Dort können Sie einfach ein hybrides Aggregat definieren, wenn Sie Minimum 6 SSDs dazu packen, das ist das Minimum. Und dann funktioniert es genauso wie Flash Cache, mit dem Vorteil, dass Sie auch noch Schreibzugriffe beschleunigt werden. Das heißt, die Schreibzugriffe laufen auch dann erst in die SSDs und werden dann gestaged auf die Anlage. Das ist noch bei Diesel, wenn ich. Oder nur für Sie, da bin ich jetzt befragt. Also Sie brauchen höchstwahrscheinlich ein NetApp-System zumindest. Also Sie müssen bei der V-Serie ein NetApp-Shelf wahrscheinlich dranstecken, das geht auch. Sie müssen nicht mehr ein komplettes Storage-System kaufen, Sie können mit der V-Serie in den NetApp-Shelf dranstecken. Und da können Sie dann mit Sicherheit ziemlicher Sicherheit ist das hybride Aggregat auch treiben. Mit einem Shell von einem anderen Hersteller, da würde ich eher sagen, nein. Nee, das meinte ich auch gar nicht. Sondern, Punkt, wenn ich jetzt einen NetApp-Shell anstecke, muss ich natürlich, wenn NetApp das erkannt, das ist ja wie bei DTP auch, kann ich dann aber trotzdem die Blöcke von dem Speichersystem an der Hersteller, die ich ja bei der V-Serie habe, dann da cachen. Nein, sondern nur die in dem Aggregat sind. Da ist dann wieder Flash-Cache, weil da werde ich dann natürlich oben auf Controller-Ebene gecached. Aber das Aggregat beschleunigt nur in Anführungsstrichen alle Festplatten in diesem Aggregat, in diesem NetApp-Shelf und nicht eben von anderen Festplatten, die irgendwo anders abgelegt sind. Thema Metro-Cluster, ist das so auf der Roadmap oder wann kommt das? Also Metro-Cluster ist ja vor allen Dingen der Knacken an der Geschichte dieses. Diesen Namen Metro-Cluster wird es wahrscheinlich nicht mehr geben, sondern es geht um die synchronische Spiegelung. Und das geht letztendlich unten drunter, synchronische Spiegelung bis auf der Roadmap, ja. Kann ich nur sagen, noch nicht sagen, was ich weiß. Gut. Dann vielen Dank. Danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön.